Jo, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Gehen Out of Germany. Nach einer langen Pause melde ich mich mal wieder zurück im Ring und habe heute für euch das Tucson TC4 Tanto dabei. Ja, bei mir hat sich so ein bisschen was verändert, sage ich jetzt mal. Ich bin im Job ein bisschen viel eingespannt gewesen, habe wenig Kohle zur Verfügung gehabt, dementsprechend auch nichts Neues gehabt und war alles ein bisschen stressig die letzten Tage, deswegen habe ich mich so selten gemeldet. Aber jetzt habe ich doch schon wieder so ein paar Sachen gekriegt, die ich euch nicht vorenthalten wollte und wo ich überlegt habe, vielleicht mache ich da mal ein paar Videos drüber. Unter anderem das kleine Stück hier. Das lag heute Morgen vor meiner Haustür. Da hatte ich mit einem Kollegen von den Messerfreunden gedealt. Und ja, habe das jetzt für 42 € habe ich ihm das jetzt abgekauft. Das ist ein bisschen schwierig in Deutschland zu bekommen, deswegen habe ich auch für euch jetzt nicht so wirklich die Bezugsquelle dafür oder so. Das habe ich halt privat wirklich abgekauft. Die gibt es aber teilweise bei Gearbest und sowas und bei Amazon.com, also ne, die internationale Seite, jeweils für so um die 50 €. Macht an sich natürlich dann erstmal keinen besonderen Eindruck, aber das Krasse an diesen Messern ist natürlich, wie gesagt, wir zahlen 50 €. Dafür kriegen wir Titan-Scales, kein Kunststoff, kein Aluminium, sondern wirklich Titan. Wahrscheinlich nicht das reinste und qualitativ hochwertigste, aber trotzdem immerhin ziemlich gutes Titan. Eine D2-Klinge, wie man hier schön erkennen kann. Na komm. Da, D2. Kugellager. Das drin, das Ding fällt einfach nur zu. Das ist der Wahnsinn. Das ist, na komm. Da, das ist voll genial. Ja, und wie gesagt, wirklich Titan, D2, Kugellager und eine absolut geile Verarbeitung und Performance. Ich weiß nicht, was da falsch läuft. Das letzte Messer, was ich mit diesen Spezifikationen hatte, war das Kisa. Und das kostet neu mal eben so, ja, das Dreifache, sage ich mal, ne? Und hier haben wir wirklich für einen richtig schmalen Taler wirklich ein richtig geiles Gesamtpaket. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie sich das so mit der Zeit schlagen wird. Wie gesagt, ich habe es jetzt bisher nur heute Morgen ausgepackt und ein bisschen mitgespielt, aber ich bin mal gespannt. Und bisher macht das wirklich alles einen sehr, sehr genialen Eindruck. Einfach wie geil die Klinge einfach zufällt. Das ist der Wahnsinn. Das ist so leicht alles. Klick. Das ist wirklich wunderbar weich. Ihr seht das vielleicht ein bisschen, die Klinge ist ziemlich verkratzt, so richtig verkratzt. Da fühle ich mich auch ein Stück weit ein bisschen verarscht, weil das wurde mir vorher nicht gesagt. Ich war natürlich auch blöd genug, um nicht nach Bildern zu fragen. Und stand drin von wegen leichte Gebrauchsspuren, aber es sieht meiner Meinung nach schon ziemlich heftig aus. Die Klinge war stumpf wie sonst was. Deswegen habe ich mich da gerade erstmal dran gesetzt, habe das ein bisschen geschärft und das dauert bei D2 natürlich manchmal ein bisschen länger, wenn man Lenski benutzt. Deswegen war ich jetzt schon so ein bisschen grantig, ne? Aber abgesehen davon, der einzige Kritikpunkt, den ich so von Haus aus habe, ist der Detent. Wir haben ja hier einen Flipper und ja, der ist auch ziemlich kurz gehalten. Das würde einfach auch nicht aussehen, wenn man bei diesem schönen schlanken Design jetzt irgendwie so einen mega langen Flipper-Tab da dran hätte, wie das beim Kieser der Fall war. Das hat mich ja da schon richtig genervt. Deswegen finde ich das vom Stil her wirklich gut, dass es klein gehalten ist. Problem ist aber, dass der Detent sehr hart ist und das hier alles ziemlich kantig ist. Also das, wenn wirklich zum Spielen benutzt wird, macht euch das Blasen an den Fingern. Also da müsst ihr wirklich natürlich aufpassen, dass ihr nicht gegen den Framelock drückt, sondern weiter hinten die Finger. Und da müsst ihr wirklich echt Kraft aufwenden, ne? Also mal eben locker raus und zack, geht das nicht, ne? Das ist schon so ein bisschen heftiger. Wenn ich das zum Beispiel mal vergleiche mit meinem Real Steel E571 war das, glaube ich. Auch Flipper, auch Kugellager, auch mit Detent, Framelock genau das gleiche. Wunderbar butterweich, ne? Also das, da müsst ihr nur so ganz leicht gegenkommen, dann fliegt das schon auf. Fällt das zu? Nicht wirklich. Aber wie gesagt, da ist der Detent halt eben ziemlich, ziemlich stark. Und wenn ihr diesen Detent dann einmal überwunden habt, dann ist das natürlich ein sehr, sehr weicher Klingengang aufgrund des Kugellagers und dann fliegt das Ding einfach auf. Ja, kommen wir zu den Specs. Vom Gewicht her haben wir hier nur 113 Gramm. Das wirklich Schwere daran ist halt einfach nur die Klinge an sich, der D2-Stahl. Und der ist so, hab ich den Zollstock hier.
Die hat natürlich diese Form, dass sie nur in der Mitte wirklich die komplette Breite hat. So, die ist nach oben hin getapert und nach unten hin auch getapert und ist dann in einem Flachschliff. Ich bin ein bisschen aus der Puste gerade. Ich musste gerade losrennen und mir einen Zollstock suchen. So, halt eben Flachschliff, aber nicht komplett auf Null runter. Und ja, also im Grunde genommen haben wir nur hier in der Mitte. Jetzt gucken, dass ich im Bild bleibe. Wir haben. Oh, dieser Fokus macht mich bekloppt, ne? Wir haben nur hier in der Mitte eigentlich die volle Klingenbreite, sage ich mal, und die, hier oben auch nochmal. Hier sieht man das ganz gut, wie das auseinandergeht. Und da haben wir hier eine Breite von. Ja. Ich würde 3,8, würde ich sagen. Also ungefähr 3,8. Länger geschlossen. Da sind wir dann bei. Ja, 11,5 hier unten an der Ecke. Würde ich sagen, geht ja noch hier ein bisschen, oh, sogar mehr noch, würde ich sagen. 0,7, 11,7 geschlossen. Die Klingenlänge haben wir hier, wenn wir von der Spitze abgehen, sind wir hier so bei, ja, 8,8 würde ich sagen. Die, insgesamt die Breite. Jetzt abgesehen von dem Gürtelclip, den nehmen wir einfach mal raus, sind wir bei ziemlich genau 1 cm. Und dadurch, dass das nur 1 cm breit ist und halt wirklich ziemlich leicht, merkt ihr das in der Hosentasche kaum. Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass der Pocketclip so weit unten ist. Dadurch guckt das Messer natürlich auch komplett so ein Stück noch mit raus. Beziehungsweise ungefähr so, ungefähr. Und so, das wäre cool gewesen, wenn man da das weiter nach hinten gesetzt hätte. Einfach vielleicht den Pin weiter nach da und dafür den ein bisschen weiter nach hinten. Das hätte ich persönlich cooler gefunden. So, dass es halt weniger aufträgt. Und auch der Clip ist aus Titan. Und der ist ziemlich, ziemlich hart. Also, oh, der ist wie bei Cold Steel. Wirklich. Der ist wie bei meinem Voyager einfach übertrieben hart. Da muss ich mal gucken, was sich da vielleicht machen lässt. Vielleicht ein bisschen aufzubiegen oder so. Natürlich klappert das dann, wenn man dagegen kommt. Aber ich werde es mal sehen. Ja, und so von der Verarbeitung her an sich ist es wirklich ein ziemlich. Ziemlich gutes Ding für den Preis. Good bang for the buck. Hätte ich nicht erwartet bei dem Preis und Made in China und was nicht alles. Wobei Made in China ja heutzutage gar nicht mehr so übel ist, ne? Zumindest bei Messern. Kommt natürlich immer darauf an, wo ihr kauft. Und Tucson ist an sich echt eine Firma, von der man echt wenig gehört hat. Also dafür, dass es eine relativ unbekannte Marke ist, dafür, dass es China ist, beziehungsweise glaube ich, dass es China ist, irgendwas Asiatisches halt eben. Für den Preis und so. Dafür haben wir dann tatsächlich wirkliches Titan, wirklich D2, kein Fake. Das ist schon wirklich eine beeindruckende Geschichte, wie ich finde. Also ich bin wirklich sehr beeindruckt. Was mich ein bisschen nervös gemacht hat, ist, dass natürlich wir haben eine komplett offene Konstruktion, ne? Also komplett frei in der Mitte. Ist natürlich dann gut zum Reinigen. Die Sache ist aber, dass die Klinge dann natürlich hier hinten wieder rauskommt. Ich bezweifle, dass ihr das sehen werdet. Aber die hängt dann natürlich da drin, die Klinge. So, ne? Und meine Sorge ist jetzt, wenn ich jetzt da in die Tasche greife, sage ich jetzt mal, um das rauszuholen, dass ich dann nicht irgendwie vielleicht zu tief hier reinkomme mit den Daumen aufschlitze, weil das ist bei dem Quaken, bei dem Böker plus Quaken soll das wohl öfter mal passiert gewesen sein. Das ist hier halt ein ähnliches Problem, aber bisher ist es noch nicht passiert beim Rumspielen und ich schätze mal, dass es das auch eher unwahrscheinlich ist. Ja gut, es ist halt ein ziemlich dünnes, schlankes Design und sowas gefällt mir in der Regel sehr, sehr gut. Wir haben hier beim Titan Framelock noch so ein Inlay drin, was hier mit den Schrauben fixiert ist. Ist halt ein Stahl-Inlay, das halt nicht Titan auf Stahl liegt, sondern Stahl auf Stahl. Ist natürlich auswechselbar, entfernbar und gleichzeitig fungiert das auch als Over-Travel-Stop, sodass hier nach innen noch so eine kleine Linie ist, sodass ihr das natürlich dann nicht überdehnen könnt, ne? Ja, wirklich bisher ein tolles Spielzeug, muss ich sagen. Ich bin eigentlich für den Alltag nicht so der Freund von Tanto-Klingen, aber nachdem ein Kollege von mir da so ein bisschen von geschwärmt hat und ich bin da, ja, okay, kann man ja mal ausprobieren, ne? Bisher bin ich eigentlich eher so der Freund gewesen von Schneiden mit sehr viel Bauch drin. So, wie zum Beispiel beim Lion Steel. Ich glaube, mehr, wirklich mehr Bauch geht ja auch eigentlich gar nicht, ne? Das ist halt ziemlich schlank und Tanto und eigentlich ja überhaupt nicht mein Beuteschema, muss ich ja ehrlich zugeben. Aber ja, ich werde es gelegentlich mal mittragen und werde mal gucken, wie sich das so entwickelt. Ne? Bisher finde ich es wirklich cool vom Design.
Ich hatte mich ein bisschen gewundert, als es ankam. Ich dachte, es wäre vielleicht gerade, aber ihr seht das vielleicht, dass es so eine leichte Kurve macht hier. Naja, ungewöhnlich, wirklich sehr, sehr ungewöhnlich. Ja gut, das soll es gewesen sein zum Tucson Tanto. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt nach der langen Zeit und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder was auch immer ihr jetzt gerade für eine Uhrzeit habt und wo ihr seid und macht's gut. Bis denn.